Ein kleiner Überlebenskampf. Ist ein selbsterstellter, ja. Ja. Das ist wohl der Polizeirevier, so wie das von der Karte her aussieht, ne? Na, da, wo die Autos immer. Ja. Der wurde hingebracht, wenn der Abschlepphof, ja. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal hier, wo jetzt die Gegner herkommen. Das werden wir jetzt gleich. Hä? Okay. Hast du da gar nicht rein, halt? Doch. Hä? Hast du doch nicht da rein? Wirklich nicht? Okay. Naja, wir werden sehen. Ich hab keine Waffe. Ach, von da. Okay. Ist ein bisschen. Ah, guck, da hinter uns ist auch noch eine große Burg. Boah, Alter, was da ganz schön abgeht, Alter. Das ist vor allem Welle 1. Guck mal auf die Map. Ja, oh. Ja, ich hab schon gesehen. Muss da noch irgendwo einer sein. Aber. Schöne Grüße wieder an die Leute, die denken, wir können nur gegen NPC spielen. Das ist der Sinn der Sache eines Überlebenkampfes. Ja, wir sind halt scheiße, Kacknoobs, was auch immer. So, hinten sind noch ein bisschen Gesundheit, aber hier ist noch irgendwo einer. Ein Gegner, wo ist denn der? Der wird zumindest auf der Straße stehen. Da. Aua, auf mich wurde geschossen. Hilfe, Hilfe, Mutti. Das ist gar nicht Polizist, das ist ein Lost, Tiny. Das sind alles Lost. Wir auch, manchmal. Nee, bei dir nie nur manchmal. Bei dir Hallo, immer. Ich will hier rein. Ernsthaft, ich bin draußen. Das sagst du zu Sven auch immer. Was, ich bin draußen oder ich bin rein. Alter, sind wir schon bei der zweiten Welle? Nee, erst noch. Nee. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, völlig übertrieben erstellt, Alter. Welle 1, das geht schon so ab. Dann sind wahrscheinlich aber auch nur 5 Wellen wieder, oder was? Ich bin tot. Ja, Leute. Da sind wahrscheinlich ja wieder 5 Wellen. Das war damals. Das war doch damals bei dem, wo wir am Flughafen waren, da waren es auch so extrem und da war ja auch noch 5 Wellen. Ich bin alleine. Naja. Alter, das kann sein, dass es echt nur 5 Wellen sind. Oh, ich kann auch ein paar Überlebenskämpfer verstellen. Und dann auch noch hier einen Juggernaut, Alter. Ich hatte leider der Heli geholt. Auch ist sowas getroffen, nur so als Tipp. Die wollen nur dein Bestes, die wollen dein Leben. Markus, lass dir Zeit. Wir sind eh tot. Noch ein Juggernaut, Alter. Markus, du bist gleich tot. Ich weiß. Hast du keinen. Keine Miste, der Markus spielt in der Kiste. Ich hab schon Snacks, aber ich hab keine Zeit dafür. Du hättest hochgehen müssen. Geh hoch, geh hoch. Warte doch mal. Auf was denn? Schön. Das andere Auto steht, glaube ich, auf der anderen Seite. Nee, warte. Da steht's. Markus, was kannst du eigentlich? Nicht gegen NPCs. Die Battle schaffen im Gegensatz zu euch, das kann ich. So. Schnell die Pulle hier noch dazu. Mal schnell hier runter, mal hier Leben und Dings holen, genau, so. Ja. So, da mal hoch. Dass ich nicht wieder irgendwo draußen. So, dann gehen wir da hoch, ganz hoch, damit wir das ein bisschen mehr oder weniger mal blicken können. Nein! Was denn? Ich bin vorgegangen. Sven, ernsthaft? Ja. Du lebst, oh gut, okay, du lebst noch, das ist nur gerade so. Nein, ich versteck mich. Komm an.
Hier spricht Ihr Kapitän. Bitte bewahren Sie Ruhe. Wir haben die Situation völlig unter Kontrolle. Sagst du? Hast du nie. Stimmt, wir haben nur Svenja unter Kontrolle. Selbst die nicht. Da unten ist noch einer. Genau, da unten ist noch was. Ja, ja, da ist einer hinterm Baum. Da war hinterm Baum. Ja, den hat er dann funktioniert. Das ist ein schlimmer Heli. Dieser Drecks. Da war doch so ein gepanzerter Buggy oder Raketen mit Schusswaffen ausgerüsteter Buggy. Den wollte ich eigentlich gerade holen. Ihr schafft das. Was los, Cap? Kein Bock mehr oder? Nee, ich dachte. Nein, ich traue euch zu, dass ihr das ohne Probleme schafft. Jetzt bin ich auch tot. Jetzt muss Sven mal alleine machen. Das kennt er ja, also zu Genüge. Sven muss es sich alleine machen, ja genau. Ja, das ist nichts Neues. Oh, ich bin ja tot. Nein. Ich hab Angst. Ich bin nicht da, noch so jung. Und blond und schön. Aber nicht unschuldig. Komische Buggy da. Wo sind die denn alle? Ich sehe sie keinen. Ja, Mai. Wo seid ihr denn, Jungs? Ach Gott. Dort seid ihr. Ran. Einer Nachschlag. Ach komm, jetzt lass ich da die Bitten, Mensch. Da machen wir mal Weasel News. Wo ist hier noch einer? Ach doch. Sind hier noch welche? Kuckuck. Ich glaube, jetzt auf der Straßenseite. Ich glaube, auf der Straßenseite, Sven. Ja, alles gut, ich sehe sie. Die andere Geschütze, Mensch, Jungs. Und jetzt, Sven B. hat Selbstmord begangen. Ja, was kann passieren? Na, wenn du da mit diesem langen Rohr so rumfuchtelst. Ja, das Problem mit langen Rohren, da hat er. Damit kann er nicht umgehen. Deswegen hat er auch dich genommen, Kev. Ja. Da muss er ja täglich um langen Rohr umgehen. Nee, da hat er ein kurzes. Das hat er so. Hä, wo sind die? Ohne Scheiß. Hast du keine roten Punkte auf der Karte? Doch. Aber ich treffe sie nie.
Oh, wir gehen hier runter. Ah, die stehen hier unten an der Wand und kommen nicht mehr klar. Ja, ja, ich sehe es. Hol ich mir erstmal den Großen. Kev, hast du gesehen, eine Rolle? Ja. Zumindest eine Rolle, die du spielst in meinem Leben. Markus, du machst mich. Früher als du. Sonst findest du das irgendwie geiler. Hinter dir schießt einer auf dich, ne? Wollte ich nur mal sagen. Du merkst gerade. Früher als du gemobbt hast, wenigstens das Haus danach sauber. Also irgendwie feiere ich die Map gerade. Ja, ist ein bisschen was Neues. Also ich finde teilweise diese User-Maps, die sie selbst erstellt, teilweise besser als die Originalen. Klar, es gab jetzt einmal die Situation, wo du da einfach blind nur die Granate in die Mitte werfen musstest. Das war jetzt nicht so der Bringer. Aber solche Dinger finde ich cool. Na dann, auf ein neues. Wie gesagt, ich vermute, dass es bei denen mit der Menge wieder um 5 Wellen sind. Dass das nicht 10 sind, wie es normalerweise ist. Oder es sind unendlich, das kann natürlich auch wieder sein. Boah, ich will da hoch. Komm hoch. Ahoi, Capitano. Aua. Geh mal runter. So, von daher kann ich nicht mehr kommen. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht verstehe hier an der Map. Hä? Die Burgen sind so gebaut, dass die nach außerhalb des Police Impounds zeigen. Die Spawnpunkte der Gegner sind aber innerhalb des... Teilweise, ja. So, das verstehe ich halt nicht so wirklich. Warte mal kurz. So, ein Heli ist schon mal weg. Ja, aber das ist kaputt. Zweiter Heli ist auch weg. Alter, was ist denn jetzt los? Wieso? Oh, das ist ein EMP-Werfer, das ist nicht das, was ich... Oh, das reicht doch. Ich wollte nicht mit Granatwerfer gehen. Guck mal, da oben, da ist so eine komische blonde Tussi, die schießt auch Leute. Was für eine Brücke. Ist so, ja. Die muss ja völlig einen an der Waffel haben. Ja, das sowieso. Okay, da komme ich nicht hoch. Was, du kriegst ihn nicht hoch? Ich habe gesagt, da komme ich nicht hoch. Auf den komischen Container. Au. Wie sieht's bei euch aus? Einsam. Ich hol gerade die letzten Gegner hier, die hier draußen festhängen. Alles klar. Ich brauche.
Wir haben alle überlebt. So. Zwin. Der ist Sven. Oder? Der kann auch kacken gehen. Der kann er sowieso. Ihr seid jetzt beide da drüben. Okay. Ja, ja, ich wollte jetzt eigentlich. Ah ja, jetzt geht's. Ha, ich bin da. Okay, das klappt. Kev, du machst den Oma nicht blau, alles gut. Hä? Nee, ich hab nur geguckt, wo du bist. Hier, alles neben gut. Dir. Ich hab jetzt gerade die. Mist. Mach was denn los? Kein Bock mehr oder immer schon? Ich wollte runtergehen, mir Panzerung und Dings holen, weil ich dachte, der hockt draußen außerhalb des Geländes, aber ja, derweil war der schon reingerutscht. Schieß und lässt bleiben. Ja, das dachte ich mir gerade auch in dem Moment. Also die letzte da hinten habe ich mit Granaten geholt. Warte mal, dann hüpfe ich mal hier rüber, weil da brauchen wir nicht mit zwei Leuten auf der gleichen Position zu sitzen. Oh oh, okay. Panzerfaust. Chef, Haney! I know! Verlassen. Mit Enge. Warte mal, ich bin da. Der war knapp. Ja. Ja, das ist recht. Ich treffe heute aber auch nicht. Jetzt bin ich tot. Verdient. Zu Recht. Mann! Sven, liegt wieder an dir. Also ich, hier ist gerade echt nicht meins. Carpot. Da gehe ich mal schnell auf Toilette, während hier noch Action ist. Ja, mach das.
Kommst du hin, du schaffst das. Drei Leute noch. Läuft die Welle immer noch? Da sind noch zwei Gegner oder so. Sieht man aber auch nicht, wo der stehen könnte. Da müssen wir in der Häuserecke stehen, aber... Ach, da unten steht der. Der steht direkt unter dir an der Ecke. Alles gut, du bist tot. Ich dachte, beim Überlebenskampf ist das wieder was anderes. Beim Überlebenskampf ist das kein Problem, dass wir kommunizieren. So, jetzt hoffentlich machen wir da mal eine kleine Überlegung. Es könnte sein, dass es die letzte Welle ist. Es könnte aber sein, dass es danach weitergeht. Werden wir sehen. Yep. So ist das. Oh, stell dich doch mal an die Richtung. Na, kommst ja nicht hoch. Blöde. Nur so. Hä? Hab ich dich jetzt geweckt? Nee, ich bin mitten im Kampf. Mach schnell! Bitte was? Achso, ich wollte dich fragen, meine Nachricht hast du nie gelesen, ne? Ob ich dich jetzt durch das Vorgehen erholen kann? Nee, ich kann's nie. Ich bin mitten im Kampf, ich hab keine Zeit, verschnitzelt. Gut, dann hol ich mir bloß die Schlüssel dann. Aber geh ich alleine in den Kampf und dann komm ich bei dir vorbei, ja? Ja, alles gut, ich hab nur noch Bier da, wenn du brauchst. Sven, du schaffst das. Alles klar, bis dann, ciao. Aber immer wieder, wenn ich den scheiß Heli runterholen will, kommt irgendwas noch, dass ich weggeschossen werde. Sorry Leute, das war mein Chef. Alles gut. Aber warum sagst du Chef? Ich ruf dich doch nicht an. Du bist nur eine Pussy. Ach, du hast eine Pussy, zumindest dein Charakter. Haha, haha! Warte mal, ich muss doch gucken! Oh, alle sind schon tot! Oh! Ich hab nicht gesagt, dass du eine bist, ich hab gesagt, du hast eine. Du bist dein Charakter. Alles gut, alles gut, alles gut.
Seid ihr wirklich schon beide tot? Ja. Markus? Ich wollte gerade den Heli anvisieren und da habe ich einen Heli gekriegt. Und Markus ist quasi direkt danach gestorben. Ich weiß gar nicht, wie ich werde es schaffen soll. Ich habe keine Granaten mehr. Warte mal. Ich mache erstmal die eine Seite fertig. Moment. Interaktionsmenü vielleicht auffüllen? Nee, gib mir eine Minute. Aber nur eine. Wieso schießen die nie, Mensch? Jetzt wieder. Noch einmal Todessehnsucht. Nee, schade. Du sowieso. Danke. So. Nee. Du. Hey, lauf hier weg. Mensch, ich hatte dich doch fast. Jetzt hört aber auf, an wegzurennen hier, ihr Feiglinge. So, noch irgendwie eine Todessehnsucht? Du, ja. Okay. Wunsch erfüllt, du auch. Okay. Noch einer? Ja, ist ja gut, ich hab dich doch gesehen, Mensch. Entschuldige bitte. Noch einer? Hallo? War's das? Nani? Ich glaube, du hast doch zwei Autos und einen Gegner oder so. Ah ja. Chill dein Beat, Junge. Das Auto ist kein Gegner. Ja, so, da gehen wir hier runter. Flup. Flup. So, jetzt haben wir ein bisschen Westen ein, ein bisschen Snacks. Wo ist denn hier ein Auto? Ja, direkt unter dir steht ein Jeep mit einem MG drauf. Ja. Was denn, da ist doch schon tot? Was denn für ein Auto? Oh, ich sehe kein Auto. Das war keins. Zumindest nicht das, was angezeigt wird. Warte mal. Ich muss das mal Kunden suchen. Der geht gleich runter, mir wird es ja um zu langweilig. Wieder in der gleichen Ecke steht einer. Wobei bei der letzten Welle der andere auch stand. Der Onkel will was mit dir. Komm. Komm raus. Komm raus. Sag rauskommen. Dann Special. So, gehen wir hier runter. Hui! Da schießt du auf mich? Was stimmt mit dir nicht? Du bist genauso wie Kev. Hä? So, wieder einer tot. Das Kino. Huch. Nein. Oh. Kurz vom Ziel. Schade. What the fuck? Da kommen wir auch. Das ist wie beim Sex. Da wollte die blonde Bitch zu viel. Alter, ich bin gierig. Ich hab das schon gemerkt. Aber ich muss ehrlich sagen, das war ein geiles Ding, ne? Ja, das war auf jeden Fall Laune, aber jetzt nicht sagen, wo wir sagen müssen, wir müssen es unbedingt nochmal spielen. Also jetzt zumindest nicht nochmal. Was in Zukunft passiert, wissen wir noch nicht. Oh doch, ich hätte jetzt nochmal Bock auf eine zweite Runde. Ja, dass Cap keinen Bock mehr hat, ist klar. Mit dem